Luigi legt sich in seinem dritten Ausflug ins Spukhaus mit so ziemlich jeder untoten Berufsgruppe an, die man sich vorstellen kann. Und auch die toll arrangierten Szenarien machen Luigi's Mansion 3 zum bisher abwechslungsreichsten Teil der Serie. Von Piratenschiff, Ritterburg über Dinosauriermuseum bis zu ungewöhnlichen Arealen wie Fitnessetage oder überwuchertem Gewächshaus gibt es einiges zu entdecken. Jedes Stockwerk wartet mit vielen Zimmern, zig Verstecken, Geistern und einem Boss auf. Viele Räume sind mit aufsaugbaren Dingen nur so vollgestopft und fast alles verschwindet mit netten Soundeffekten in eurem Staubsauger Schreck weg, den man kurz nach Spielbeginn bekommt. Das sorgt für ein befriedigendes Gefühl, wenn man einen Raum betritt und dort erstmal klar Schiff macht. Zu Beginn des Spiels füllt euer wissenschaftlicher Freund E-Git Luigis Sauger mit einer grünen Flüssigkeit. Nun könnt ihr auf Knopfdruck eine Luigi-Glibber-Version namens Fluigi einsetzen. Diese hat dieselben Fähigkeiten wie das Original, kann aber zusätzlich durch grüne Röhren sausen, über Stacheln laufen und sich durch vergitterte Tore zwängen. Während Luigi an einem Schalter saugt, kann sich Fluigi einen zweiten vornehmen, um so kooperativ eine Tür zu öffnen. Allerdings ist Fluigi wasserempfindlich und zergeht zu einer traurigen Pfütze, wenn er mit dem nassen Element in Berührung kommt. Mit dem Schreckwerk kann man außerdem pusten, um Drehschalter in die andere Richtung zu kurbeln. Mit einem anderen Knopf entfährt dem Gerät der sogenannte Strobo-Blitz. Damit löst ihr manche Schalter aus und schockt natürlich die Geister. Mit der Düsterlampe holt Luigi unsichtbare Objekte aus der Zwischendimension. Das kann mal nur eine Kiste voller Gold sein, mal aber auch eine Tür, die zum Weiterkommen dringend nötig ist. Neben einer Mischung aus Sprung- und Stampfattacke gibt es auch noch den Saugschuss Luigis Arsenal. Mit diesem verschießt der Klempner einen Pömpel samt baumelndem Seil. Das Spielgefühl beim Aufsaugen ist klasse. Die Soundeffekte sind wuchtig, das Gegenlenken beim Füllen der Saugleiste hinterlässt vibrierendes Feedback und beim finalen Umherschlagen geht auch noch Levelinventar zu Bruch. Leider sind die meisten Kämpfe zu leicht. Während der ersten 10 Stunden segnet ihr vermutlich kein einziges Mal das Zeitliche. Im Gegensatz dazu sind die Knobeleinlagen sehr gut austariert. Meist gelingt es den Entwicklern, dass ihr ein bisschen nachdenken und herumprobieren müsst, dann aber auf die Lösung kommt. Luigi sucht nach Schlüsseln, enttarnt versteckte Schalter, muss schon mal um die Ecke denken und Items kombinieren oder Luigis Fähigkeiten nutzen. Luigi's Mansion 3 hat im Gegensatz zu einem Super Mario Odyssey oder auch Captain Toad Treasure Tracker keine frei drehbare Kamera. Ihr seht das Geschehen stets von vorn. Das ist zum einen der vielen kleinen Räume geschuldet, zum anderen braucht ihr den rechten Stick zum Drehen der Saug- oder Leuchtrichtung. Luigi kann sich nämlich während des Laufens in alle Richtungen drehen sowie nach oben und unten schauen. Wie eigentlich alle Nintendo-Spiele hat auch Luigi's Mansion 3 keine richtige Sprachausgabe. Fans der Serie kennen und schätzen das vielleicht, andererseits fühlen sich die wenigen Dialoge so schon etwas altbacken an. Grafisch gibt sich der Titel hingegen keine Blöße. Die Areale sehen fast durch die Bank richtig hübsch aus, sind mit interaktiven Objekten nur so vollgestopft und auch ansprechend texturiert. Luigi's Mansion 3 gehört zusammen mit Captain Toad oder Mario Kart 8 Deluxe zu den hübschesten Nintendo-Titeln bisher. Das verdankt es nicht zuletzt seinen hinreißenden Animationen. Selbst wenn sich Luigis angstvolle Blicke im Spielverlauf ein bisschen abnutzen, ist es doch immer wieder schön, wie drollig, erschrocken und bestürzt der Mario-Bruder dreinschauen kann. Zu den großartigen Soundeffekten gesellt sich eine ebenfalls sehr starke Musikuntermalung. Geisterkämpfe werden mit dramatischem Klavier unterlegt, ruhige Passagen mit atmosphärischen Gruselklängen betont. Neben der Koop-Option durch Fluigi gibt es zwei weitere Mehrspieler-Modi. Im Wirrwarr-Turm warten von Gespenstern verseuchte Räume auf bis zu 4 Geisterjäger, lokal oder online, und im Polterpark verbergen sich 3 Minispiele für bis zu 8 Luigis an einer Switch-Konsole. Die gehen spielspaßtechnisch in Ordnung, ersetzen aber keine Mario Party-Episode. Luigi's Mansion 3 ist ein hübsches sowie spaßiges Abenteuer, das junge wie alte Spieler amüsiert, nur eben kein Nintendo-Geniestreich.
Das Sounddesign des Spiels ist großartig. Zusammen mit der schönen Umgebungsgrafik, den possierlichen Animationen und den geistreichen Boss-Duellen ergibt sich ein sehr stimmiges, spaßiges Gesamtbild.